Hallo Leute, willkommen zum nächsten Projekt des Let's Tutorials Projektes. Das klang scheiße. Auf jeden Fall, wir sind wieder hier beim Let's Tutorial. Dieses Mal Let's Tutorial Europa Universalis 4. Bevor jemand vorher fragt, ich habe alle DLCs mir geholt, die es hier momentan so gibt. Bevor ihr fragen wollt, ja, es wird ein Let's Play zu Europa Universalis 4 kommen. Allerdings noch nicht allzu bald, denn ich will noch auf das nächste DLC warten, The Art of War. Da soll noch so einiges besser gemacht werden und anders gemacht werden, was momentan hier, ich sag mal, leicht problematisch ist an EU4, beziehungsweise man will einiges besser machen, was komisch ist. Darauf will ich noch liebend gerne warten, dann will ich damit noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann wird da irgendwann ein Projekt zu kommen. Wie genau das ausschauen wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird ein Projekt kommen. So, und zwar heute bei Let's Tutorial, also EU4. Alle DLCs sind drinne. Ich habe eine kleine Extra-Mod noch eingebaut, womit ich ja die Zeitlinie bis 9999 nehmen kann. Einfach nur so für mich. Ansonsten habe ich keine weiteren Mods drinne. Ich könnte ein paar reinmachen, aber nö, wollte ich nicht. Ich habe das Spiel nebenbei lang genug gespielt, um die 350 Stunden. Also ich kenne mich einigermaßen mit dem Spiel aus. Ich kenne zwar immer noch nicht ganz alles und bin bei einigen Sachen zwar immer noch ein bisschen seltsam. Aber im Wesentlichen kann ich es. Und abgesehen davon soll das letzte Tutorial auch nur die Grundmechaniken einigermaßen vernünftig erklären. Vor allem bei Spielen, wo es nicht zwingend gut erklärt ist. EU4's Tutorial ist ja nicht gerade das Feinste, sag ich mal. Na gut, was machen wir? Wir können auf jeden Fall verschiedene Zeitlinien nehmen, wenn wir Lust haben. Ich nehme aber mal einfach Aufstieg des Osmanischen Reiches, weil es die Standardzeitlinie. Bitte nicht fragen, ich nehme jetzt einfach stur Burgund und zeige euch mal ein paar lustige Sachen. Burgund ist nebenbei ein sehr, sehr interessantes Land zu spielen. Wenn man es geschafft hat, irgendwann Frankreich ja, zu eliminieren, beziehungsweise Frankreich in Schach zu halten, dann kann man als Burgund ziemlich imbar werden. Oh, ich merke gerade, ich habe noch den Vorteil auf mich gesetzt, deswegen habe ich 3333 Mann. Quatsch, 33.000 Mann. Egal, ist egal. Gut, fangen wir an mit der Map einfach mal. Und zwar haben wir ähnlich wie bei Hearts of Iron, was ich gemacht habe, wieder unsere lustigen Kartenverzeichnisse, wo wir die Karte anders einstellen können. Das Spiel ist ja auch ein Paradox, ne? Momentan habe ich noch die politische Karte an. Da sehen wir, wie gesagt, die ganzen verschiedenen Länder, die es momentan gibt. Die ganzen Königreiche, Herzogtümer, Fürstentümer und dergleichen. Was weiß ich nicht, was es ist. Großherzogtümer müssen auch dabei sein, theoretisch. Ja, sehen halt die ganzen unterschiedlichen Länder und sehen halt, dass ja, gerade Deutschland im Jahr 1444 ziemlich zerstritten ist. Beziehungsweise ziemlich viele Einzelstaaten sind. Hingegen zum Beispiel, wenn man es in, ja, sagen wir mal Frankreich angucken, klar sind auch viele Einzelstaaten, aber die sind ja alle noch schon Vasall von Frankreich. Was das genau bedeutet, das kann ich später noch sagen. Wir können auf jeden Fall auch die Terrankarte machen, die ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut gelungen. Ich meine, gut, man sieht ja hier, da ist Wald, hier ist Wald, aber ich erkenne jetzt zum Beispiel nicht allzu sehr, wo, ja, kein gutes Gelände zum Kämpfen ist zum Beispiel, aber naja. Ist so nebenbei. Die Handelskarte kann auch ganz interessant sein. Da sehen wir den, ja, den großen Handelseinfluss. Handel werde ich auch noch gleich erklären, was das genau bedeutet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Parts ich machen werde. Ich denke mal wieder so um die drei. Und zwar sehen wir die unterschiedlichen Handelszentren. Sollen wir ein bisschen rauszoomen? Nicht so weit. Dann sehen wir die verschiedenen Namen. Dann sehen wir das rote hier ist zum Beispiel das Handelszentrum London. Das natürlich in London gerade ist. So, unten sieht man die kleinen Fähnchen. Das sind die Länder, die momentan da gerade vertreten sind auf dem Markt. Ja, und 4,5 Geld ist momentan das, was das als Maximalstes ausschöpfen kann. So, dann sehen wir zum Beispiel Antwerpen. Das ist für uns interessant, weil da haben wir die meisten Länder dabei. Das können wir uns 7,1 Geld bisher maximal geben. Da sehen wir die Länder, die auch da vertreten sind. Und da sehen wir auch, ab wann wir da stärker auftreten würden. Und zwar, wenn wir all diese orangenen Gebiete besetzen würden, dann würden wir nahezu 100% des Handels, kontrollieren. Momentan kontrollieren wir 53% des Handels. Ist auch schon ziemlich gut, das heißt, wir bekommen da ordentlich Knete. Das können wir auch damit steigern. Das, ja, wie gesagt, das werde ich später noch alles so erzählen. Aber das kann man auch mit ein paar anderen Sachen noch, steigern. Man muss nicht unbedingt alle Gebiete besetzen. Auf jeden Fall haben wir halt hier die unterschiedlichen Gebiete. Hier ist Bordeaux, hier unten ist Sevilla. Tunis, warum das hier so komisch kariert ist hier, das weiß ich jetzt spontan nicht. Ich glaube aber auch, dass das. Ich glaube, das ist außerhalb unserer Handelsreichweite, meine ich. Deswegen können wir da auch noch nicht handeln, meine ich jetzt. Alles andere, was so klarer ist, da können wir Handel treiben. Also hier in Lübeck zum Beispiel, auf der Nordsee.
In Frankfurt, hier in großen Zentrum Wien, in Venedig sowieso mehr. Dann haben wir das Kaiserreich. Mit der Karte sehen wir halt gerade das, ja, das Heilige Römische Reich, wie groß es gerade ausgeweitet sind. Können daraus den Kaiser erkennen, der ist momentan der hellste Staat, also Österreich. Die etwas dunkleren Staaten, das sind die sieben Kurfürsten. Und die ganz dunklen Staaten sind die stinknormalen Mitgliedstaaten. Und das hier durchgestrichene, das sind Gebiete, die zum Heiligen Römischen Reich gehören, aber im Besitz von Staaten sind, die nicht Teil des Reiches sind. Dann gibt es auch noch, das geht, wenn man Mitglied des Reiches ist und ja, Provinzen außerhalb des Reiches besitzt, dann sind die so, ja. Wenn wir uns jetzt noch hier Posen nehmen, dann denkt euch da einfach ähnlich hier wie bei Neumark einfach grüne Striche quer hier rum. Das heißt so viel wie, man hat ein Gebiet außerhalb des Reiches, gehört aber selber zum Reich. Dann kann man das unter bestimmten Voraussetzungen dem Reich eingliedern. Das bringt ein bisschen Beziehung zum Kaiser und den Kaiser bringt das ein bisschen mehr Autorität. Aber dazu komme ich auch noch gleich. Ich finde mal sehr interessant, dass Ostfriesland nicht zum Reich gehört. Ich glaube, da hat Paradox ein bisschen gepennt. Haben wir die Religionskarte, ziemlich wichtig bei EU4. Ja, um es kurz zu sagen, alles was gelb ist katholisch. Später, so gegen 1500, kommen B-Blauen dazu. Das sind die Protestanten bzw. Evangelen. Und dann nochmal so ungefähr 50 Jahre später, dann kommen die Hellblauen dazu. Das sind die Reformierten, alias Calvinisten, alias Restrukturierten. Ja, und die mischen halt unterschiedlich auf. Dann gibt es noch hier die Orthodoxen, das sind hier die Orangenen. Die Sunniten sind die Grünen. Dann gibt es noch die hellen Grünen, das sind die Schiiten, meine ich. Dann gibt es noch Ibadis. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Religionen auf jeden Fall. Auch gerade wenn wir hier Nordamerika uns anschauen oder auch Indien, da gibt es noch die Hinduisten. Dann in China hier gibt es noch die Buddhisten, beziehungsweise den Konfuzianismus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Konfuzius sagt und sowas halt, ne? Das sind die verschiedenen Religionen, da kann man sich halt mal ganz kurz angucken, wie es da momentan aussieht. Und dann noch die Diplomatiekarte, da können wir grob gucken, was mit unserem Staat gerade los ist. Das Grüne hier heißt, das haben wir als Kernprovinz. Ja, das ist unsere Kernprovinz und die möchten wir halt gerne haben. Kann ich das gerade sehen? Ah ja, wenn wir jetzt noch hier Frankreich andrücken, dann sehen wir, die sind gerade im Krieg mit England. Fordern eine Menge Provinzen, wie man auch sieht, auch eine von uns. Oh, Schweinerei. Sehen wir sonst noch irgendetwas anderes hier so? Nee. Ah, guck mal, hier sehen wir schon mal so etwas. Wenn es so lila ist, dann heißt es, der Staat hat eine Staatsehe mit denen. Wenn es so etwas, ja, heller ist, dann heißt es entweder Vasall oder ein Bündnis. Aber da kann man schon so einiges rausfiltern. Ich gucke gerade, gibt es irgendwo schon was Gelbes? Nee. Okay. Sagen wir so, wenn wir Calais nicht so grün hinterlegt hätten, sondern das mit gelben Strichen hätten, dann würden wir dieses Gebiet fordern. Forderung heißt nicht, dass es eine Kernprovinz ist. Kernprovinzen kann man erst machen, wenn man das Gebiet selber hat. Dazu komme ich aber erst, wenn es soweit ist. Na gut, und wir haben noch ziemlich viele andere unterschiedliche, naja, Möglichkeiten. Wir können unsere Meinungskarte angucken, wie die Staaten zu uns stehen. Rot ist natürlich scheiße, grün ist natürlich gut und man sieht, die Staaten mögen uns nicht so. Wir können uns die Koalitionskarte angucken und zu der werde ich noch was erzählen. Die Regionskarte können wir uns angucken, die eigentlich total uninteressant ist. Die Kulturkarten. Die Kulturkarte ist auch sehr interessant. Da können wir nämlich mal so alle Kulturen sehen, die es so. Huch. Ah, okay. Auf der Welt so gibt's und auch mit wem anderen, also welchen anderen Kulturen diese verknüpft sind. Wenn wir uns zum Beispiel die Kosmopolitaner anschauen, das ist die Hauptkultur der Franzosen, dann sehen wir, die ist mit der Gascon, mit der Aquitanischen, mit der Okzitanischen, mit dem Burgundischen, mit dem Wallonischen und mit der Normannischen Kultur, ja, ich sag mal, etwa gleich. Das soll so viel heißen, man kann, wenn man Kosmopolitaner ist, kann man diese anderen Kulturen auch akzeptiert Kulturen bekommen. Wenn man Englisch ist, kann man die schottische Kultur als akzeptiert bekommen, den Rest eher schwer. Und wenn wir uns zum Beispiel die deutschen Kulturen angucken, dann sehen wir, Rheinisch ist etwa ähnlich wie Bayerisch, Österreichisch, Sächsisch, bla bla bla. Ich finde eigentlich die Kulturen sehr interessant gestaltet. Also Brandenburg, ja, danke Motorradfahrer. Also Brandenburg als Sächsisch zu bezeichnen, finde ich schon sehr krass. Ebenso die Schweiz als Rheinisch. Oder gerade hier das fränkische Gebiet als Bayerisch. Oh, haben die sich aber ganz, ganz schlecht Laune darüber gemacht. Interessant finde ich, es gibt hier Preußisch und Preußisch. Was das genau bedeutet, das hier ist quasi preußisch und die hier ist quasi altpreußisch. Das wollte ich mal versuchen zu modden, habe es bisher nicht rausgefunden. Ja, altpreußisch bzw. prussisch ist das ja dann. Ja, fällt einem beim ersten Mal nicht so sehr auf. Naja gut, so viel dazu. Dann haben wir unsere, die Einflusskarte, die benutze ich eigentlich auch nicht so sehr. Ja, Revoltenkarte haben wir, Kolonialkarte, ich muss nicht alles anmachen.
Die Holzkarte ist noch relativ interessant. Da sieht man, wie es so mit der gerade aussieht. Die Mannstärkenkarte, die Technologiekarte. Oh, nette Übersicht. Handelswertskarte, ja. Ich muss nicht zwingend alles sagen. Oh, die Spielekarte, sehr interessant. Yay, hier ist Leonidas. Und dann noch die akzeptierten Kulturkarte. Das ist auch sehr, sehr interessant. Das möchte ich noch mit erwähnen. Da sehen wir, unsere Primärkultur ist die hellgrüne. Das ist burgundisch. Die dunkelgrünen sind unsere akzeptierten Kulturen. Das ist holländisch, flämisch und wallonisch. Und die, ja, sagen wir, hellblauen, das sind Kulturen, die ich akzeptieren könnte, wenn ich genügend Provinzen davon habe. Und zwar ist das mich lügen. Akzeptierte Kulturen gibt es, wenn die Kultur an sich ein maximal, also den Steuerwert, also selber den Maximalsteuerwert von 10%, 20% erreicht. Korrigiert mich, falls ich mich da irre. Ich meine, 20% waren es gewesen. Das bedeutet, wenn wir mehr Gebiete von den Kosmopolitanen besetzen würden, gerade die Champagne und Paris, die sehr viel Geld geben, könnte das auch eine akzeptierte Kultur werden von uns. Und das heißt so viel wie noch mehr Geld. Was die Kulturen genauso bedeuten, werden wir auch sehen. Rote Kulturen sind natürlich die Kulturen, die man nicht akzeptiert. Die sind, ja, halt nicht so gut. Wir bleiben erstmal hier. Gut, dann haben wir das da unten schon erstmal geklärt. Dieses Chatfenster, das ist eh irrelevant. Beziehungsweise da kommen manchmal ein paar Nachrichten, die können interessant sein. Hier ist ein kleines Infofenster, wo unsere Diplomaten gerade sind, wo unsere Händler sind, was für Armeen wir haben, wo die gerade sind. Und unsere Flotten. Na gut, Datum und so. Kommen wir dann zu den oberen Fenstern, das ist schon etwas interessanter. Hier ist ein weiteres Infofenster, was gerade so im eigenen Land los ist. Das kann man sich hier mit andrücken. Zum Beispiel fehlt uns hier eine Mission, wenn wir da drauf drücken würden. Zack, können wir zum Missionsfenster und können die Mission anwählen. Ich werde aber erst gleich sagen, was es ist. Kommen wir erst einmal zu der Machtprojektion. Das ist eine ziemlich wichtige Sache hier. Und zwar gibt es administrative, diplomatische und militärische Macht. Je nachdem, wie hoch die ist, zeigt es auch auf, was wir im Rotas machen können. Denn, zum Beispiel, wo kann man das machen? Wo geht das nochmal? Ach ja, in der Provinz selber, genau. Wenn wir Gebäude bauen wollen, zum Beispiel eine Rüstkammer. Ja gut, ich musste bestimmt Technologie erreichen, bla bla. Das kostet uns A ein bisschen Geld und B kostet uns das militärische Macht, und zwar 10. Und zwar jedes Gebäude kostet jeweils 10 Macht. Es ist nur die Frage, für was ist. Regierungsgebäude kosten Admin-Tech. Genau. Armeegebäude kosten Army-Tech. Flottengebäude kosten Diplo-Tech. Da haben wir Produktion, die kosten wieder Admin-Tech. Handel ist wieder Diplo-Tech. Ich nenne es gerne Duplo-Tech, aber okay. Und Force dann wieder Militär-Tech. Ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen, weil das ein bisschen doof. So, wie gewinnen wir diese ganzen Macht? Und zwar, wenn wir unseren Herrscher anschauen. Wir haben gerade Philipp III. Von der Bourgogne. Der hat einen Wert, also 5 von 5. Regierungsgeschick 5, diplomatisches Geschick 5 und militärisches Geschick 5. Das bedeutet so viel wie, der gibt jeweils 5 Machtprojektionen auf jede einzelne Teil. Kann man so sagen. Das Maximum an Herrscher ist übrigens 666. So, es bedeutet, wenn wir, ja, ich sag mal, einen Herrscher von 1,60 hätten als Beispiel, da würden wir an Admin-Tech zum Beispiel nur 4 bekommen, an Duplo-Tech 9 und an militärische Macht nur 3. Warum? Trotzdem da mehr. Der Grundwert, man sieht es vielleicht, sieht man das? Ja, genau, der Grundwert ist 3, das heißt, wir bekommen immer 3 Macht plus pro Monat garantiert. Durch die Fähigkeit des Herrschers bekommen wir die auch dazu drauf. Und da gibt es noch die Berater. Die Berater können wir uns in drei ja, Stufen einstellen. Plus 1, plus 2 und plus 3. Und die geben dann auch nochmal jeweils das auch nochmal mit drauf. Und dazu können wir noch einen Schwerpunkt wählen. Also unseren nationalen Schwerpunkt. Ich meine, das ist durch den DLC erst hervorgehoben. Damit können wir zu den einzelnen zu den einzelnen Macht nochmal den Schwerpunkt setzen und den plus 2 erhöhen. Dadurch senken wir allerdings auf den anderen beiden Projektionen die Macht jeweils um 1. So bedeuten, wenn wir unseren Schwerpunkt zum Beispiel, ich mache es einfach mal als Witz, unseren Schwerpunkt auf Militär setzen würden, zack, würden wir da jetzt 2 mehr bekommen, also 10, und auf den anderen beiden bekommen wir ein Minus, also nur noch 7. So kann man sich auch ein bisschen regeln, je nachdem, was man gerade gut am Laufen hat im eigenen Land und was nicht. Kommt eben immer darauf an, was der Herrscher gerade so drauf hat. Das kann man übrigens auch erst alle 25 Jahre, okay. Alle 25 Jahre erst wieder ändern. Also man muss schon ein bisschen mit Bedacht einsetzen. Gleichzeitig sieht man auch noch den Thronfolger, was er haben wird. Also 204. Ist natürlich nicht so gut wie unser jetziger Herrscher. Naja, gut. Ist halt so, ne? So viel zu der Machtprojektion. Dann haben wir hier unsere Staatskasse. Leicht erklärt. Geld ist Geld. Man sieht, wenn man die Mauszeiger auch drauf hält,
wie wir unser Geld machen. Durch Handel bekommen wir viel Geld, durch Produktion ein bisschen und durch die Besteuerung mit das meiste. Dann sehen wir noch unsere Ausgaben an Armee und an Flotte. Und wenn es im Positiven ist, dann kriegen wir eben Geld. Burgund ist deswegen ein schönes Land, wegen dem großen Handelszentrum hier in Antwerpen. Und allgemein, weil es ziemlich viele Provinzen hat. Deswegen ist es eine ziemlich reiche Nation. Also mit Burgund, wenn man es richtig spielt, hat man ziemlich viel Knete zu Beginn. Und weiß zunächst auch gar nicht, wohin damit. Eines der wenigeren Länder mit sowas. Österreich ist da schon ein bisschen schwieriger, weil die nicht so viel Geld haben. Kastilien ist ein gutes Land, was viel Geld hat. Und gerade auch, und Muscovy hat auch ziemlich viel Geld. Das mag man gar nicht glauben, aber Muscovy hat auch ziemlich viel Geld zu Beginn. Da haben wir unsere Mannstärke. Wir haben ein Maximum an Mannstärke von 31.000. Das erhöht sich im Laufe der Zeit durch Technologien und dergleichen. Das heißt, so viel wie wenn unsere Armee von 33.000 Mann in eine Schlacht mit Frankreich ist, zum Beispiel, wir verlieren 3.000 Mann, dann würden die damit nach und nach wieder aufgefüllt werden. Man sieht auch, monatlich erhalten wir knapp 300 zurück, also nicht gerade viel. Gerade zu Beginn ist das ziemlich lästig, dass es noch so lange dauert, das wieder aufzufüllen. Deswegen wird man zu Beginn auch relativ wenig Kriege führen. Das heißt, sie laufen ziemlich gut. Dann haben wir den Stabilitätsfaktor. Der kann sich von minus 3 auf plus 3 befinden. Und zeigt halt quasi an, ähnlich wie auch mit der IO3, in welcher Lage sich das Reich momentan befindet. Haben wir Minusstabilität, haben wir natürlich erhöhte Chancen auf Aufstände, machen weniger Steuereinnahmen. Es kann mehr und mehr Scheiße passieren im eigenen Reich. Haben wir hohe Stabilität, dann machen wir mehr Plus, gibt weniger Aufstände. Und allgemein sieht man auch, dass das Land halt quasi in einem guten Zustand ist. Kann man so sagen. Diesen Wert kann man hier vorne mit ein bisschen Admin-Tech auch erhöhen. Oder es kommen eben Events, wo man mal Plus bekommt oder auch mal Minus. Ne? Meistens Minus, aber naja. Dann haben wir unseren Prestige. Prestige bekommen wir durch Landschlachten, durch Seeschlachten, durch Friedensverträge, die wir mit anderen Staaten gründen. Oder auch manchmal per Events. Das kann sich von minus 100 bis plus 100 bewegen. Und man sieht auch gerade die Auswirkungen dadurch. Haben wir Plus Prestige, kriegen wir einen besseren Handelseinfluss, haben bessere Moral für die Armeenflotte und bla bla bla. Haben wir Minus Prestige, haben wir das natürlich alles in Sachen Minus. Im Basiswert haben wir immer von. Genau, am Basiswert haben wir von 5 Prestige, also. Ne, halt. Quatsch. Was laber ich da? Ach, keine Ahnung. Der Prestige senkt sich auf jeden Fall eigentlich. Also er wird sich ungefähr bei 0 halten, glaube ich. Wenn man Plus Prestige hat, dann hat man einen normalen Verfall, dass es sich dann langsam senkt. Hat man Minus Prestige, hat man einen Zuwachs, dass man langsam wieder auf 0 hochkommt. Das macht das Spiel von alleine. Ansonsten muss man da ein bisschen nachhelfen. Also durch Kriege zum Beispiel. Ist nicht allzu wichtig, aber ist nicht zu vernachlässigen. Dann haben wir die Legitimität. Die Legitimität ist natürlich ein Maß dafür, ja, wie legitim der Herrscher ist. Gut das Wort legitim erklärt. Man sieht auch schon, welche Auswirkungen das hat, wenn es auf plus 100 ist. Das Minimum ist dabei allerdings 0. Das heißt, wir kriegen weniger Revolten, unsere Toleranz und des wahren Glaubens ist erhöht worden, unser diplomatisches Schick ist besser, die Einnahmen durch Vasallen sind höher und bla bla bla. Wenn wir 0 hätten, dann würden deutlich mehr Aufstände kommen und zwar auch teilweise Leute, die meinen, ich kann viel besser das Land herrschen als der Sack da. Das ist gerade besonders schlimm. Wir haben ja eine Herrscherdynastie, nämlich der Bourgogne. Sollte diese aussterben, dann kann es ja sein, dass eine andere Herrschergruppe hier regiert. Ich sage jetzt mal als Beispiel Habsburg. So, kann ja sein, dass die herrschen. Die ersten 2 bis 3 Monarchen werden nicht sehr akzeptiert sein von der Kultur. Das heißt, sie werden relativ geringe Legitimität haben. Und ja. Das hochzubekommen ist relativ schwer. Wie man Legitimität hochbekommt, das ist, wenn der Nachfolger einen starken Anspruch hat, dann der Herrscher stirbt, dann habt ihr allgemein relativ wieder hohe Legitimität. Durch Events bekommt man es natürlich wieder hoch teilweise, manchmal auch gesenkt. Und durch Hochzeiten, also durch Staatsehen, kann man das auch hochbringen. Ist aber relativ wichtig, dass er nahezu 100 ist, dieser Wert. Und dann haben wir noch die Machtprojektion. Die ist auch durch ein DLC drin oder durch ein Patch, ich weiß es nicht mehr. Und zwar sieht man ja, die Machtprojektion kann 0 betragen, geht bis 100 hoch. Wenn wir 25 Machtprojektionen haben, erhalten wir einen Anführer ohne Unterhaltskosten. Ach, das habe ich noch gar nicht erwähnt, stimmt ja. Und zwar, wenn man jetzt mal ganz kurz auf die Millimacht anschaut, dann sehen wir, wir können 2 Anführer maximal anheuern. Wenn wir einen dritten Anführer anheuern würden, dann würden wir minus 1 auf die militärische Macht bekommen. Das heißt, wir würden dann nur noch monatlich einen Plus von 9 machen. So, als kleines Beispiel. So, und zwar, ja, dann bekommen wir Anführer und Unterhaltskosten mehr. Das heißt, wir können da maximal 3 nehmen. Wenn wir 50 Machtprojektionen haben, bekommen wir jeweils einen auf Admin-Tech, einen auf Duplo-Tech und einen auf Militech. Soll heißen, dann würden wir sogar 11 plus bekommen pro Monat. Im jetzigen Stand. Das ist ziemlich cool. Wie kann man diesen Wert steigern bzw. senken?
Und zwar geht das hier übers Rivalenfenster. Ich springe da mal ganz kurz hin. Und zwar kann man sich hier maximal drei Rivalen einstellen, mit Staaten, mit denen man gerade, naja, nicht so guter Beziehung ist. Zum Beispiel Österreich, zum Beispiel Frankreich und zum Beispiel England. Hahaha. So, man sieht, die Machtposition ist jetzt ein bisschen gestiegen. Man sieht auch, dass man dadurch auch ein bisschen Plus bekommt, nämlich ähnlich Plus wie mit dem Prestige. Die Langzeitrivalen, genau, wir haben jetzt uns ja drei Rivalen eingestellt, die bleiben jetzt so lange drinne, wie wir wollen. Also man kann es, glaube ich, 50 Jahre. Ne, 50 Jahre? Soll ich wieder gucken? Bis 9. Ne, auch 25 Jahre, okay. Also das bleibt auch 25 Jahre kleben, dann kann man das wieder ändern. Und zwar durch Langzeitrivalen bekommen wir plus 3 jährlich an Machtprojektion, weil wir eben drei Rivalen haben. Das geht so lange hoch, bis wir 30 haben. Also 10 Bonus von Langzeitrivalen bekommen wir pro Rivale. Da wir drei haben, bekommen wir dann insgesamt plus 30. Wie kann man es weiter erhöhen? Indem wir Kriege durch die Rivalen, Kriege mit den Rivalen führen und gewinnen. Zum Beispiel, indem wir auch Gebiete von ihnen kassieren, da kriegen wir auch mehr Machtprojektion. Indem wir in Handelsembargos aufdonnern und ja, die schwächen halt. Dadurch bekommen wir mehr Macht und so kann man es ungefähr auf 50 halten. Das ist nicht relativ einfach, das auf 50 zu bringen, ist aber manchmal eine Herausforderung. Mit Burgund geht es eigentlich relativ easy, weil man hat England nebenan, man hat Frankreich nebenan, das sind schon mal zwei Rivalen, die man nebenan hat und die kann man immer gerne auf die Fresse hauen. Und Österreich als Kaiser kann man immer gerne ärgern. Puh, nun gut, das war der erste Part, Leute. Ich melde mich gleich wieder, wenn wir uns ein bisschen das Regierungssystem anschauen. Bis gleich.